muss das Level ja auch erstmal kennenlernen, ne? Ich bin gegen die Decke geflogen. Ich bin gegen die Decke geflogen. Ich fasse es nicht. Ach ja. So, jetzt aber. Nein, ich bin schon wieder an der einen Kiste vorbei. Töte mich! Jo, lauf mal auf der Stelle, mein Herr. Nehmen jetzt hier. Bisschen langsam alles. Ich bin schon wieder dagegen geflogen. Was ist denn da los? Ich wollte heute übrigens anfangen bei Okami 100% zu holen, also die Platin-Trophäe zu holen. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ein bisschen. Ich weiß, dass das sehr viel Arbeit werden wird, weil ich so allein schon für das Spiel sehr lange gebraucht habe. Aber, ja. Nein! Willst du mich verarschen? Bin da nicht gegengekommen. Hör auf, da hinten zu gucken. Möchte nicht da hochlaufen. LOL. Ja, ich habe gerade LOL gesagt. Ich darf das. So. Yay, wir haben alle Kisten. Und dann werde ich jetzt gleich hier noch das Goldrelikt holen. Und werde danach noch mal abspeichern. Ich kann jetzt gar kein Goldrelikt holen. Nee, kann ich natürlich nicht. Ja, ich habe wieder getrunken. Man kann Dingodile sehr, sehr schnell besiegen, aber ich mache es auf die normale Art und Weise. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Weil man kann... Nee, ich muss mir jetzt gleich erstmal das Lied anhören. Weil es ist übelst geil, wenn diese Eisbrocken von oben runtergeflogen kommen. Kommt nur her, ich werde euch rösten. Oh, das ist so richtig so mit Druck. Also man kann ja einfach drüber springen. Wow! Wie ich gerade demonstriert habe. Kann man einfach drüber springen. Aber es ist halt so gedacht, dass man sich hier erst jagen lässt und man dann den Schüssen ausweichen muss. Jetzt mal umstellen, genau. Dingodile. Mein Lieblingscharakter übrigens. Die benutze ich auch immer bei Crash Team Racing und bei Crash Bash. Nein! Nein! Warum? 31 Leben. Komm, schieß deinen Scheiß.
Also auf jeden Fall aus diesem Kreis raus, wo diese Eisdinger sind. Weil sonst wird man von der Explosion getroffen. Von diesem Backpack. Von ihm. Ich kann das irgendwie nicht einschätzen, wo der hinschießt. Ich sehe das zwar, wo der hin will. So. Ich habe das jetzt gerade einmal demonstriert. Jetzt werde ich mich wieder normal jagen lassen. So, einmal noch. Ich liebe das so, wenn die Dinger nach unten knallen, ne? Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich weiß... Ich weiß noch, ich habe das Spiel mal gespielt, als mein Vater Geburtstag hatte. Hast mich erledigt. Da waren ja auch ganz, ganz viele Leute. Im Wohnzimmer habe ich das dann gezockt. Doppelter Sprung. Fuhr doppelt hohen Sprung. Drucke Sprungtaste X am hochsten. Sprungpunkt. Drucke nochmals X. Weiter mit Dreieck. Ich habe schon wieder X gedrückt. So, dann machen wir jetzt noch das Level auf Gold. Das, hier das pura Level auf Gold. Ich hätte es auch noch ganz cool gefunden, wenn, die Bosse auch noch ein Relikt bekommen hätten. Also so zeitlich. Und ich habe gehört, dass es wohl in Crash 1, 2 und 3 auch, in Crash 1 und 2 dann auch Reliquien geben soll. Sehr coole Idee. Ich weiß, ich habe eine Kiste verpeilt. Ich habe zwei Kisten verpeilt und das war noch eine sehr hohe. Mal gucken, was das so gibt. Jo, läuft. Jo. Immerhin. Okay, wieder eine Kiste verpeilt. Warum komme ich denn da nicht dran? Seh nix. Eieieiei. 24. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall hätte man da noch was besser machen können. Yes, Gold. Gut, bin ich mir zufrieden. Läuft. Ja gut. Dann. Das
das wäre dann der nächste Warpum. Bah. Oh, und wir haben schon den. Den zeige ich euch natürlich noch. Weil der ist nämlich auch ganz cool. Wenn da sieht man die Gegner, wie die, ich sag mal, gestanzt werden für die einzelnen Level und wo die hingehen. Kann man sich hier auch schön angucken. Und zwar der geht, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. So ist, glaube ich, besser. Der geht in so ein Mittelalter-Level. Das ist ein Asiate. Der geht in das Pura-Level. Das ist Ägypter, genau. Der geht in das Ägypten-Level. Mal wieder ein Asiaten. Der geht ins Asiaten-Level. Ist schon ganz cool. Und, genau, mit den Relikten kriegen wir dann auch Zutritt zu den spaßischen Leveln. She crazed. Ja. Hier gibt es dann zwar keine normalen Edelsteine, also keine Dingsbums. Hier braucht man 10 Relikte für. 15. 20. Rings of Power, ein richtig cooles Level. 25. Aber dann halt nur, diese normalen Saphir-Relikte braucht man dafür. Und dann gibt es auch noch versteckte Level. Da muss ich dann, glaube ich, nochmal gucken, wo die genau sind. Also ich weiß, dass eins mit einem Alien-Schild bei einem Rennlevel zu tun hat und das andere hat was mit einem Flugdino zu tun, in dem man einfach reinlaufen muss und sich von ihm töten lassen muss. Und dann kommt man dann dahin. 26%. Und das ist sehr schön. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Level die waren. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass euch der Anfang dieses neuen Let's Play gefallen hat. Und dass wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen werden. Tschüss!